Hellraiser 5 ist einer der seltenen Vertreter der Spezies-Film, die ich wirklich verachte. Ich hasse nichts mehr als Filme, die einen beim Anschauen bewusst hinters Licht führen mit plumpen, unverständlichen Möglichkeiten und dann zum Schluss einfach nur meinen Edge-Badges, war ja eh alles nur ein Traum oder ganz anders oder was weiß ich was. Außerdem ist Hellraiser 5 kein Hellraiser-Film. Und das ist jetzt nicht nur von mir so dahergesagt, das ist eigentlich fast als Tatsache zu werten. Der Film war ursprünglich ein einfacher Cop-Thriller als das, was er letztendlich auch nach wie vor ist, in dem dann quasi last minute sämtliche Verweise auf Pinhead, Zenobiten, die Puzzlebox und so weiter integriert wurden. Und man merkt es einfach, dass diese Elemente nachträglich eingefügt wurden und mit der wirklichen Story des Films nicht viel zu tun haben. Außerdem passt das alles im Endeffekt gar nicht zusammen, verwirrt den Zuschauer unnötigerweise und langweilt ihn über die elendig lang vorkommende Laufzeit von 100 Minuten einfach nur bis zum gähnenden Einschlafen. Pinhead ist uninteressant, die Zenobiten sind uninteressant, Craig Sheffers Performance als Hauptdarsteller ist gut, seine Geschichte rund um den Cop quasi kurz vor dem Wahnsinn oder im Wahnsinn, mehr will ich ja nicht verraten, ist gar nicht einmal schlecht konzipiert und hat einige interessante Versatzstücke, versagt aber im Endeffekt auf der ganzen Linie durch die billige, plumpe, publikumsbeleidigende Umsetzung und einfach durch die Tatsache, dass der Film mit Hellraiser nichts zu tun hat und dementsprechend auch im Hellraiser-Universum nichts zu suchen hat.